Moin Leute, nächste Technologie ist fertig, habe ich gerade gehört. Also erforschen wir nochmal was. Ich könnte jetzt die Electric Gun erforschen. Was interessant wäre, aber ich wollte den Capsule Thrower erforschen. Ich schaue mich, weshalb der Flower heißt. Problem nur, ich kann den nicht bauen. Ich brauche dafür nämlich eine Anforderungskiste. Das heißt, ich werde noch nicht einreihen. Aber ich kann die Electric Gun einreihen, das hier hat... Electric Gun einreihen, dann kann ich auch die Electric Rifle danach mal einreihen. Kann ich schnell damit rumfeuern. Hier noch die Electric Towers. Oh. Aber für das meiste brauche ich dann halt eben schon wieder das Wissenschaftspaket für Zubehör. Und mal gucken, was es kostet. Prozessoreinheiten und Flugrobotergestell und Leichtbauteil. Das habe ich noch lange nicht. Aber gut. Also, mir fiel gerade auf, dass ich mehr als ein Förderband brauche. Heißt, ich nehme mir jetzt das Fabrikgebäude hier mit und sag mal ganz kurz all die den ganzen Bereich hier. Ach, sehr schön. Muss jetzt die Logistik noch mal ganz kurz umbauen, weil ich brauche, guck mal, Kupfer brauche ich 4,5 Förderbänder voll. Ja, also ich nutze einfach aber rote Förderbänder, also das geht ja ziemlich easy. Nur mit dem habe ich rote Förderbänder noch nicht komplett erforscht und so. Ich kann jetzt da Electro Beam Turrets machen. Huchelchen. Ach nee. Oh nee. Gut, dass ich aber hier die Reihe hier an Geschütztüren abgerissen habe. Dadurch bin ich viel schneller. Danke, Logistikbots. Ich habe versehentlich das Zell hier abgerissen. Yep. Stimmt's ganz so? Ja, es stimmt so. Sehr schön, dann geht's da drin jetzt auch weiter. Und ich sollte vielleicht auch mal meine Powerplant ein bisschen erweitern. Ja, langsam machen sie jetzt halt eben hier alle Turrets hier, aber das juckt mich nicht. Meine Strommaschen sind ja immun da dazu und ja.
Wo ist es? Mining Jones heißt das Ganze. Ja, ist einfach so weit. Hier. Mute Jones noch eine Grundeinstellung. Wieso? Kann ich nicht auch einfach hier ein. Sehr schön. Juckt mich gerade nicht. Woran mangelt's? Ich brauche noch 18 von. Ich brauche mir noch 9 von den Teilen. Und dann fehlt mir ein Eisen. Eisenplatten für. Eisenzahnrädern für die Teile an Eisen. Platten fehlt es mir zwar auch, aber es fehlt mir vor allem den Zahnrädern. Fünf fehlen mir noch. Und dafür fehlen mir jetzt mainly die Rohre. Und da natürlich auch noch Eisenplatten selber. Lalalala. Kann ich 5 weitere bauen? Und wisst ihr, wofür der Rest der Kohle genutzt werden kann? Richtig. Um sowas zu bauen. Ah.
Interessant. Für das Zeugnisfabrikgebäude jetzt ist das Zeug zu 4 Megawatt. Und wie viel soll es erzeugen? Electricity. Sollte so 16 Megawatt erzeugen. Wenn ich das Ganze recht sehe. Mit 20 Megawatt. Dann brauchst du jetzt auch mehr. Sehr schön. Und danach kommen noch die Turret Energy Shields und danach kommt mein Electric Rifle hier noch ans Ende. Und dann kann man das Gebäude hier kopieren und 1:1 so, wenn man möchte, hier einfügen. Du ziehst ja sonst meinen ganzen Strom raus, dass hier drin dunkel ist und mein Nachtsichtgerät schaffen muss, müsste. Mein Nachtsichtgerät denkt, es müsste schaffen. Ich gebe zu, ich habe nicht das Zeug, das hier unten wieder aufzubauen, aber man kann ja mal schon das hier aufbauen. So umfasse ich so ziemlich das Ganze. Sehr schön. Und dann fehlen jetzt auch noch 9 Stück hiervon. Genauso wie 18. Ich brauche noch 4 weitere. Dampfmaschinen. Ein runterdrehen. Shift R. Hier nochmal Shift R. Und tada, schon haben wir 80 Megawatt. Bumm. Und jetzt wird durch den Verbrauch von Höchstaufwand von Bots wird jetzt auch nicht mehr mein komplettes Stromnetz lahmgelegt für ein paar Sekunden. Worüber ich froh sind. Sehr schön, Bauroboter, das könnt ihr für mich alles aufbauen.
Also, wie viele Förderbänder brauche ich jetzt doch gleich nochmal? 4,5. Dann sollte ich aber schon rot dann machen, ne? Aber um drei Förderbänder komme ich nicht drum rum. Dann sollte ich zumindest die hier mal upgraden. Sehr schön. Wie viele Förderbänder Output sind das Ganze dann auch? Auch ungefähr 4,5. Heißt 2,54 hiervon. Dann werden es 9 Förderbänder hiervon sein. Also 4 wieder. Genau, dann sind es exakt 9 gelbe Förderbänder. Für Eisenerz brauche ich 3 Förderbänder Input. Also hier und hier. Und auch ein Triple in Output. So. Genau. Sehr schön. Und irgendeiner hat mir gerade irgendetwas geschrieben. Essen. So. Brauchst natürlich auch nur hier 3 Ausgangsförderbänder eigentlich, aber ich werde mich jetzt mal am besten mit einem zufrieden geben, das noch auf Blau upgraden, wenn ich das Ganze dann später habe. Ne? Ah ja. Hier machen die jetzt alle, kriegen die jetzt alle ihr Energy Shield. Ich habe jetzt halt Prozessoreinheiten und baue sie noch nicht. Das heißt, die Sachen werden mir auch schon angezeigt, auch wenn ich sie gar nicht brauche, die ich mit Prozessoreinheiten bauen könnte. Signal Transmission könnte ich mal einreihen und noch irgendwas. Ja. Ach du Kacke. Kurz im Editor hierher. Ach ja, und sehe da gleich noch mal eine Beißattacke, die nicht von meinem Zug niedergewalzt wird.
Noch irgendetwas? Nope. Heißt zu gut Deutsch Turret Energy Shields. Ziehen jetzt 600 Kilowatt, weil sich irgendein Turret der Sache entzogen hat. Aber gut, auf ein Turret kommt es auch mal wieder nicht an. Ha! Was ist das hier? Ah, nee. Gut. Aber ich vergaß, von der Seite kann ich keine Inputs holen. Da können wir jetzt auch sagen. Zack. Ansonsten zieht es halt meinen gesamten Strom des Turret Energy Shields, also. Gut, als nächstes müsste das jetzt halt eben auch noch abgebaut werden. Also Zeug abgebaut werden, das dann da reinkommt. Ach stimmt ja, es gibt Essen. Ich gehe kurz was essen runter. Bis gleich. So, da wäre ich wieder zurück und habe keine Ahnung, was ich gerade eben noch gemacht habe. Nun ja, gut, ich muss auf jeden Fall erstmal mit dem Farming anfangen. Nee, halt, soll ich oder soll ich den Main Bus erstmal auf Powerline erweitern? Ein Abbaudepot. Ach, ja. Ich muss so selber experimentieren, wie viel ich brauche. Erstmal sollte ich mit meinen Mining Depots vielleicht nicht da unten ansetzen, sondern eher
bei der Eisenquelle, die hier oben steht. Nein. Wohin welche meiner Kisten sind drohen drin? Hab mir auch gerade eben noch mal alle Animated Shorts von Overwatch durchguckt. Macht echt Spaß. Ich meine, die sind echt allesamt echt gut. Die Animated Shorts, das ist gefühlt das einzige Overwatch, das Blizzard bisher noch nicht verkackt hat. Mal hart gesagt. Ach, wie viele Förderbänder Eisenerz brauchst du? 3 Stück. Nee, die Anzahl an Greifarmen reicht da auch nicht aus. Oh je, wie mache ich das hier logistisch? Ich glaube, ich habe noch eine Forschung abgeschlossen. Ich sollte mal wirklich jetzt einen Zug und mit Schiffen und so mal weitergehen und damit mal und damit mal eine mal da hier Mining Areas aufstellen, also Outposts zu minen. Hier oben sind 881 M Eisenerz, die könnten wir schön einen Outpost abfarmen.
Oder hier oben 1,3 m. Kohle sind hier 12,5 m, 90 m. Kupfer hier. Generell mal Mapboarders erkunden. Hier 412 m Kohle. Ich gehe aber zu, hier unten ist sehr weit expandiert und so. Hier unten ist viel Eisenerz, 191 m. Da unten mache ich also eine Eisenmine auf. Hier unten sind nur ihre Batteries, hier oben ist ihr Shield. Ich müsste da unten mal elektronische Schaltkreise reinliefern. Hier wären zwei gute Quellen. Müsste ich da halt eben nur die ganzen Nester outtaken. Was schwierig genug sein könnte. Ich habe noch was erforscht, Bremskraft 2 rein. Wie soll ich die Beißer eliminieren? Man müsste halt eben die so eliminieren, irgendwie. Auf die sneaky Art und Weise. Also mehr oder weniger sneaky jetzt. Okay, gut. Hier renne ich jetzt mal ganz kurz weg. Der sah mir mal besonders groß aus. Ach je. Ich sollte mir probably auch nochmal Fische in mein Inventar nehmen. Nach dem Fight beende ich dann vermutlich auch die Folge.
ein Schuss, der down. Ist hier eigentlich irgendwer besser? Ne, hier unten ist nicht Second Class, während hier drin sogar schon ein Turm Third Class steht mit 500 Kills. Ah ja, ich kann es schnell genug abreißen. Nur halt eben ist der Schaden von den Shells hier ein bisschen unterwältigend. 25 hingegen den Rockets, meine Rockets machen auch 25, aber Explosion, der Rest, alles andere macht physisch. Jetzt habe ich Kapseln. Giftkapseln kann ich beispielsweise jetzt bauen. Nein, nein, nein. Danke für die Kohle. So, jetzt kann ich mit. Jetzt kann ich die Teile mit Giftkapseln. Beschmeißen. Reicht ein davon schon aus für den Nester? Ne, man braucht zwei. Aber zwei Kapseln für zwei Nester? Also zwei Kapseln für ein Nest? Ist keine schlechte Quote. Legen wir noch mal kurz eine hierher. Unten werden die Kapseln langsam. Unten sind die Kapseln vorbei, also habe ich da noch mal einen hingeworfen. Ich denke, damit Giftkapseln sind echt der Way to go hier. So, ich denke mal, das reicht dann auch. Easy. Ach, aber da drüben ist ja noch ein kleines Nest. Geht das Ganze auch so? Kann ich auch zwei Giftkapseln direkt hinschleudern? Und sterben die Nester dadurch? Ja. Und schon habe ich die Nester geräumt. Das heißt, ich muss die Teile automatisch erstellen.
Giftkapseln. Aber das machen wir dann nächste Folge, ne? Ja, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und ciao.